Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte vor allem junge Gäste auf der Galerie und liebe Grüße auch an alle, die uns vorm Fernseher zuschauen. Ich möchte Ihnen von etwas Spannendem erzählen. Gestern Abend hat es eine sehr, sehr spannende Veranstaltung gegeben mit einer Wissenschaftlerin. Sie heißt Elisabeth Wehling und sie analysiert seit Jahren die politische Sprache und wie die Begriffe und die politische Sprache, die wir verwenden, unser Bewusstsein formt und wie man mit bestimmten Rahmen, die man setzt, Themen rahmt, also framed. Sie hat viel über die aktuelle Flüchtlingspolitik gesprochen und wie da über Schutzsuchende gesprochen wird. Interessant war, dass sie gesagt hat, Schutzsuchende werden in der aktuellen Debatte als sogenannte Naturgewalt, als etwas Gefährliches, als etwas, wovor wir Angst haben müssen, definiert. Mit der Sprache, mit Begriffen wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom. Herr Kollege, ich weiß, die Freiheitlichen machen sehr gern Zwischenmeldungen, aber vielleicht könnte man ab und zu auch zuhören, den anderen. Ja, danke für die Bestätigung der These. Also, mit Begriffen, die Schutzsuchende, die Opfer von bestimmten Verhältnissen geworden sind, wie Krieg, Verfolgung, Folter, politische Verfolgung, mit dieser bestimmten politischen Sprache definiert man sie, und das ist den allermeisten unbewusst, denke ich, und vor allem auch vielen unbewusst, die dieser Sprache ständig ausgesetzt sind, unsere Bürger und Bürgerinnen. Mit dieser Sprache, mit diesen Tricks, macht man aus den Opfern Täter sprachlich. Man tut so, als wären es diejenigen, vor denen wir Angst haben müssen, weil sie ja in Wellen kommen und wie Naturgewalten uns sozusagen wegspülen würden. So ist es möglich, die Opfer von Krieg und Verfolgung zu Tätern zu definieren, vor denen wir uns angeblich schützen müssen. Danke für die Zwischenrufe. Ich werde sie mir dann im Protokoll anschauen, wenn Sie erlauben. Ich will meine kurze Redezeit nicht damit vergeuden. Die Situation ist vielmehr umgekehrt. Es geht um Menschen, die vor Verfolgung, vor Folter, vor den Bomben Assads, vor den Schlechtern des sogenannten Islamischen Staats und vor allen möglichen Faschisten dieser Welt flüchten. Die Situation ist so, dass diese Menschen Opfer der Verhältnisse sind und dass wir diejenigen sind, die die Möglichkeit haben, ihnen Schutz zu geben, die sie brauchen. Ja, dieser Schutz kann nicht nur von einem Land allein gewährleistet werden. Ja, wir brauchen gemeinsame Lösungen. Wir brauchen endlich eine gemeinsame europäische Asylpolitik und übrigens auch eine europäische Migrationspolitik, weil was hier in diesen politischen Diskussionen sehr oft unter den Teppich gekehrt wird von vielen, leider auch von der Frau Innenministerin, ist, wenn ein Mensch sich legal in der EU aufhält und ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommt, was nach 5 Jahren möglich ist nach EU-Recht, dann kann dieser Mensch sich in allen EU-Ländern bewegen und sich in allen EU-Ländern aufhalten und niederlassen. Das heißt, eine nationale Lösung unter Anführungszeichen ist in der EU gar nicht mehr möglich, weil wenn es ganz unterschiedliche Migrationspolitiken gibt, ist die Folge, dass Menschen, die sich legal in der EU aufhalten, auch in andere Länder, die vielleicht eine ganz andere Migrationspolitik haben, bewegen können. Auch deshalb kann es nur gemeinsame Lösungen geben. Und im Sinne dessen möchte ich die Griechenland-Erpressungskonferenz ansprechen, sehr geehrte Frau Innenministerin, die Sie heute gemeinsam mit Ihrem Kollegen Sebastian Kurz einberufen haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Unsere Innenministerin und unser Außenminister rufen eine internationale Konferenz aus. Die EU beteiligen sie nicht. Griechenland beteiligen sie an dieser Konferenz interessanterweise nicht, obwohl die Folgen in Griechenland ganz, ganz massiv zu spüren sein werden, nämlich dass Hunderttausende Flüchtlinge dort stranden in Griechenland, nicht weiter können, auch nicht umverteilt werden, Stand jetzt, sondern Griechenland soll halt die gesamte Verantwortung für die 28 EU-Länder übernehmen.
Das ist eine katastrophale Politik, die zu einem humanitären Notstand in Griechenland führen wird. Und das sagen griechische Politiker und Politikerinnen und die zuständigen Regierungsmitglieder auch ganz offen inzwischen. Und sie beklagen sich darüber, dass Österreich hier eine verheerende Rolle spielt. Genau genommen die österreichische Bundesregierung, mit einer Linie, die da allen Ländern, die auf der Westbalkanroute sind, sagt, macht ruhig eure Grenzen zu, damit niemand durchkommt. Alle sollen bitte in Griechenland stranden. Und dass sie in Griechenland verelenden oder aus dem Müll essen müssen oder obdachlos sind zu zigtausenden, das interessiert uns alles nicht, weil wir wollen Druck auf Griechenland ausüben. Zweite Skurrilität. Deutschland war zur heutigen Griechenland- und Deutschland-Erpressungskonferenz auch nicht eingeladen. Gleichzeitig richtet aber Herr Außenminister Kurz Deutschland aus, wir wollen jetzt eine Antwort von Deutschland, wie viele sie aufnehmen will. Das ist ja interessant. Deutschland nicht einladen, Deutschland die Konsequenzen ausbaden lassen und dann Deutschland über die Medien ausrichten und wir wollen, dass ihr eure Politik ändert. Sehr geehrte Damen und Herren von der sogenannten Europapartei ÖVP, das ist keine europäische Politik. Das ist keine solidarische Politik. Das ist keine nachhaltige Politik. Bitte kehren Sie zur Vernunft zurück. Es kann nur gemeinsame Lösungen geben, sowohl in der Flüchtlingsfrage als auch beim Migrationsthema. Danke. Ein Rundumschlag von der grünen Integrationssprecherin Aleph Koron, was die österreichische Rolle in Zusammenhang auch mit der Westbalkanroute und der heute stattfindenden Konferenz zu diesem Thema angesprochen hat. Nächster Redner ist von NEOS Nikolaus Alm.